Hallo und herzlich willkommen zurück zu Samkat und einem weiteren Video, heute mit dem Spiel House Builders. Und zwar geht es nicht direkt um das Spiel House Builders, sondern eher um das DLC, und zwar Atomic Age. Das kam wohl jetzt vor, heute kam es glaube ich raus. Ich darf natürlich wieder Beta-Test machen und ja, also es ist wie gesagt ein DLC mit neuen Häusern, da geht es wohl eher so um Schutzbunker und sowas, halt Atomic Age, ja, also falls wirklich so ein Atomkrieg kommen sollte, dass man halt so ein bisschen, ja, also, ihr wisst schon, was ich meine. So, da ist hier was Neues dazugekommen, das habe ich auch jetzt einfach freigeschaltet bekommen, ohne solche Dinger zu bezahlen. Es hat auch nichts gekostet, man kann also gleich loslegen. Hier sozusagen das Schutzhaus und das werden wir jetzt sozusagen mal ein bisschen aufbauen. So, bin ich gespannt, was jetzt dazu getan hat. Okay, hallo. Heute beschäftigen wir uns mit dem Projekt zum Bau eines Atomschutzbunkers. Die Mindestdicke des Bodens über unseren Köpfen, der keine Strahlung durchlässt, beträgt 90 cm. Schnappen Sie sich eine Schaufel und beginnen Sie mit einem robusten Aushub. Lass uns zur Arbeit gehen. Viel Glück und hab Spaß. Ja, das haben wir. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist das Werkzeug? Habe ich noch gar nicht. Okay, alles klar. Da steht schon überall Panzer alles rum. Okay. Auch nicht schlecht. Verstehe ich zwar nicht, was das soll, aber okay. Oh, ich darf erstmal Rasen mähen. Also, liebe Entwickler, ich habe wohl in so einer Atomalterzeit nichts Besseres zu tun, als einen Rasen zu mähen, oder was? Aber egal, machen wir. Kriegen wir hin. Ich mähe den Rasen. Wenn ich das schon im Real Life nicht so gerne mache, dann muss ich das eben im Spiel machen. Oh Mann. So. Zack, alles wegmähen hier. Zack, zack, zack. Ah, geht wirklich nur an bestimmten Stellen, ja. Ja, schiebt das gleich alles weg. Mit dem Rasenmäher. Alles weggeschoben hier. Aber es ist auch vielleicht ein bisschen interessant jetzt, wie man sowas in der Art aufbauen könnte, ja, falls es wirklich dazu kommt. Also, ich meine, es ist schon, wenn man so die Medien und sowas so anguckt, ist es gar nicht so weit hergeholt, dass vielleicht sowas passieren könnte. Aber abwarten. Wir wollen jetzt nicht den Teufel an der Wand malen. Man weiß ja nie. So. Na los, gib mir 100%. Zack. Na, was ist denn nun hier? Ich will 100% haben. Wo ist denn das letzte Stück? Hier oder was? Nee. Gab's hier nicht mal so eine Taste, wo man gucken konnte, was wir noch brauchen oder sowas? P, warte mal. Aktionstaste, fähige Menü. Interaktion, Spieler sind da. Z. Da. Da hinten. Alles klar. Ja. Fertig. Okay. Hilfepanel. Benutze das Grabungswerkzeug. Okay, das machen wir. Aber wir brauchen nicht das hier. Was soll ich denn jetzt demolieren? Wofür ist der Hammer? Ah, okay. Aber gut, erstmal mitnehmen, ne? So.
Mitnehmen, was ist hier los? Was, warum ist hier so ein Ding? Betonmischer? Ach so. Da erklären sie es, wie das geht. Ja, okay. So. Fülle den leeren Raum mit Erde und Steinen und du findest das Material im Eimer. Wie, muss ich nicht erstmal graben? Klar. Ich grab das erstmal. Mensch, so schnell habe ich noch nie ein Loch gegraben. Wie tief muss ich denn hier? Krass. Ja, 90, also fast einen Meter, ne? Muss man runtergraben hier. Also für Leute, die natürlich keinen Garten haben oder kein Haus, ne? Der ist natürlich ein bisschen Kacke, ne? Die können sich jetzt natürlich nicht einfach so ein Loch buddeln. Da geht sogar noch tiefer, okay. Hier geht sogar noch tiefer. Okay. Alles klar. Das ist bestimmt die Toilette. Das ist das Nächste. Ey, das muss man sich immer vorstellen, ne? Wo kackt man denn einfach hin, wenn man eigentlich unter der Erde ist? Das muss doch übelst stinken. Na gut, man hat andere Sorgen. Wenn da oben alles verstreut ist, hat man andere Sorgen. Aber trotzdem. Was ist das? So in der Stadt nach Pappkartons und dein. Um ein Haus daraus zu bauen. Mit Pappkartons. Hä? Okay. Ach, jetzt darf ich woanders hinfahren, was? Nee. Kann ich das Auto da nehmen? Ja. Lege getrockneten Ton ab. Was ist das hier? Sprit. Ah, oh, Nase juckt. Dann fahren wir mal in der Stadt, oder? Oh. Kann ich gar nicht in die Stadt, oder was? Irgendwie sind hier die. Seht ihr das an der Anzeige hier? Also die. Irgendwie sind die ein bisschen buggy, kann das sein? Ich muss in die Stadt. Aber wie komme ich denn da hin? Hä? Schon ein bisschen komisch, oder? Also irgendwie weiß ich nicht, ob das jetzt so Sinn der Sache ist. Egal. Haben wir nicht einen Questlock hier? Oh. Dekoration. Ich muss mehr malen. Gibt es da nicht neue Fertigkeitsbäume hier? Nein. Also sie haben einfach nur ein paar Häuser mehr gemacht, oder was? Hm, okay. Na gut. Gegenstand halten. Ja, schleudert das gleich rum hier, Alter. So. Dann installieren wir einfach mal diese Bögen hier. Zack. Zack. Ja, die Physik, die glänzt hier wieder in diesem Spiel.
Eigentlich können wir die alle reinwerfen, oder? Zack. Ja. So klappt das auch. Wo ist es hin? Da. Okay. Zack. Sand auf die Schaufel schütten. Okay. Sand in Säcken habe ich auch noch nicht gesehen. Aber auch gut. Ist vielleicht in den USA so. Na? Okay, also musst du an bestimmten Plätzen hin. So, kann ich es hochheben? Jetzt kann ich es hochheben. So, wo ist das letzte Teil? Ne, zwei Teile fehlen noch. Wo sind die hin? Habe ich die jetzt rumgeschossen oder was? Oh, Scheiße. Wo sind die? Da hinten liegt eins, ey. Die so weit rumgeschossen oder was? Oh, Mann. Also, ihr müsst den echt hier aufpassen. Dass er die nicht rumschießt. Jetzt wird nämlich noch eins. Wo ist das andere? Man sieht's auch nicht, ne? Das ist schon echt ein bisschen creepy. Scheiße. Ein Stück, kann ich die Dinger kaufen? Ja, okay, ich kann sie also auch kaufen. Kugel, Gold, Aztek. Was? Jetzt ist die Frage, was brauche ich hier? Wir kaufen halt einfach mal das Ding. Dazu sagen wir jetzt mal nix. Also das ist ja wohl... Alter Schwede. Fahr ruhig mein Auto kaputt, Alter. Ey, und dann kannst du noch nicht mal richtig greifen oder so, ne? Also, das richtige Teil ist... Genau das Falsche, ey. Kriegst Kotzen. Ganz toll. So, kann ich das irgendwie verkaufen oder so? Nee. Kannst du natürlich nicht verkaufen. Egal. Kugelgold, das wird bestimmt das hier sein. So, jetzt kommt wieder eins. Bam. Also das wäre so gewesen, wenn das sogar noch weggeflogen wäre. Da hätte ich so gefeiert. Ja, toll. Jetzt liegen meine Kanister hier. Schön meine Kanister überall verstreut, ey. Ganz toll. Gut, das haben wir. Okay, so, was kommt jetzt? Installieren Sie den zweiten Teil der Säulen. Zum Einbau. Ah, okay. Irgendwelche Schiebedinger. Die werden wahrscheinlich drauf gekloppt. Okay. Okay. Also wird nicht geschraubt oder genagelt oder sowas, sondern wird hier so mit solchen Stahldingern vielleicht so, weiß ich nicht, sieht aus wie Stahldinger. Wird wahrscheinlich an der Seite draufgekloppt, dass es einfach nur festhält.
Okay, brilliant. Okay. Was ist das jetzt? Brauche ich ein Brett. Kannst Smaragde aus der Mine gewinnen? Nimm eine Spitzhacke und breche Steine mit Smaragden. Was für eine Mine? Was für eine Mine? Wo geht's hier zur Karte? Also, das ist schon alles. Ah! Soll das? Warte mal. P. Gibt's hier mal eine Karte? Karte ist M, ja. Das ist meine Karte, M. Hier ist gar nichts mit Karte. Drücken jetzt einfach mal hier alle Tasten. Gucken, was passiert. Hier ist nur O. Das ist Fertigkeiten. Das ist der Sinn. Okay, nice. Keine Karte, nichts. Also, vielleicht kommt es noch. Okay. Jetzt muss ich irgendwie Material bauen. Warte mal, N. Säulen, drücke M für weitere Hilfe. So, in den zweiten Teil der Säulen. Material. Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Diese Beschreibungen sind der Knüller. So, aber ich denke mal, die Dinger hier. Das sind bestimmt die, die ich irgendwas damit machen muss. So. Was haben wir hier? Hier haben wir das Werkzeug. Das hebe ich erstmal auf. So. Was ist das hier? Das scheint wahrscheinlich für später zu sein. Vorschlagkammer, der kann bestimmt dafür gewesen sein. Ja. Ich das hier bestimmt kaputt machen muss. Ist nämlich bestimmt im Weg gewesen. Klar, ist auch noch ein Unterwasserhaus. Okay. Aha. Und schon haben wir Bretter. Guckt euch das an. Aha. Und schon haben wir irgendwo Bretter bauen. Zack. Ach, das wird damit auch gebaut. Okay. Also ich weiß noch, bei dem Schienenhaus zum Beispiel, da mussten wir die Bretter wenigstens noch sägen. Aber hier brauchst du nichts mehr zu sägen. Hier passt einfach alles. Also erstmal alle ablegen hier so. Zack. Okay, so jetzt kommt das Ding. Och, jetzt steht plötzlich ein Kran da. Auch nicht schlecht. Benutze den Kran. So. Guck mal, jetzt steht bei Schutzhaus was ganz anderes, ne? Erst soll ich in die Stadt fahren, um eine Pappe zu holen. Dann sollte ich irgendwas noch anders kaufen oder weiß ich, oder irgendwas machen. Also so ganz richtig ist das hier irgendwie nicht, so habe ich den Eindruck. Das finde ich schade, das kam heute erst raus. Das kam heute frisch raus, da testet man. Hä? Egal. Also, ich finde, bei Steam zum Beispiel sieht man immer mehr, oder bei den Nachrichten so für Games, merkt man immer mehr, dass die Spiele halt nur schnell rausgeschleudert werden, aber sie bürgen so viel Probleme mit, ne? Das ist Wahnsinn. Also, fast jedes Spiel, was jetzt in den letzten 2 Monaten rauskam, hat überwiegend negative Reviews. Das ist Wahnsinn. Nehmt euch doch einfach ein bisschen mehr Zeit, ey. Weiß ich nicht. So. Also, ihr habt noch nie so einen schnellen Kran gesehen. So schnell ist der Kran. Nee, 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 nee. Was steht das da? PlayStation, Xbox? Was? Was ist das da oben? Guckt euch das an. Links oben. PlayStation, Xbox. Hä? Junge. So, Bauteil fallen lassen. Okay. Boah, es fühlt sich auch an wie so ein Gummitrop hier. Okay, eingesetzt. Kommt die Platte. Es ist halt simpel gehalten, ja. Und auch das Verhalten der Physik. Guck dir das mal an hier. Whee, juhu. Also,
Warte mal, wir testen das mal, wie weit wir das machen können. Warte mal, wir gehen mal ganz raus. So, und jetzt. Alles klar. Okay, also die Physik ist ja echt wie Gummi. Das ist Wahnsinn. Great. Okay, was jetzt? Ah, jetzt muss ich irgendwie einen Mixer machen. Ah, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich hier was reinfüllen. So, du kannst Markte aus das Mine gewinnen, nimm eine Spitzhacke und breche Steine mit Smaragden. Was soll ich mit dieser Information? Ich habe noch nicht mal eine Spitzhacke, Junge. Soll ich die kaufen oder was? Spitzhacke? Es gibt noch nicht mal eine Spitzhacke zu kaufen. Was hat das mit Smaragde zu tun und sowas alles? Ey, was soll das? Was sind das für Informationen? Hauptsächlich stehen irgendwelche dämlichen Panzer rum, Junge. Also grafisch ist okay, ja, und so, aber vom Prinzip her, von der Logik her verstehe ich es irgendwie nicht so. Ist alles so ein bisschen überspitzt, finde ich. So, du kannst zum Charakter. Ey, das sagt bloß, das ist eine Kackgrube. Das ist eine Kackgrube hier. Das kann ich mir gut vorstellen. Hier wird reingekackt. Alles klar. Okay. Ja, ich soll jetzt hier wahrscheinlich Zement reinfüllen oder was soll ich machen? Deswegen, ich habe keine Ahnung. Bauen. Ja, was soll ich bauen? Jetzt habe ich hier eine. Sch Also, warum habe ich eine Schaufel? Was hat er gemacht? Material? Okay. Richte die Schalung gemäß der Blaupause aus. Was denn für. Ich habe keine Blaupause. So. Zu den zweiten Teil Schutzhaus. Du kannst weiter auswählen. Das sind so, Alter. Ey, da kriege ich so einen Hals, ne, wenn ich sowas lese. Das Spiel ist neu oder das DLC ist neu rausgekommen. Das zeigt mir wieder, dass man sich einfach keine Mühe gibt. Wirklich. Es wird hier irgendwas hingeklatscht. Hauptsache, man wirft einfach neuen Content nach einer Zeit raus, damit die Spieler ein bisschen am Ball bleiben und interessiert sind. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn haben soll. Wollt ihr negative Reviews oder sowas? Die kann man sich heutzutage auch kaufen, also das ist kein Problem. Man kann sich auch haufenweise Dinger kaufen. Prüfen, was es ist. Ah, Lebensstatue, Leute. Okay. Ich verstehe das irgendwie nicht so ganz so. Lege den getrockneten Ton ab. Bedeutet sozusagen hier das Fahrzeug zurücksetzen. Alter, das ist doch. Ich mache das Spiel jetzt mal in Englisch. Kann ich gar nicht. Blenden. Also hier ist irgendwas verkehrt. Ich glaube, wir müssen aber hier das jetzt reinkippen. So, ich mache das jetzt einfach mal. Okay. Betonmischer mache ich mal an. Da muss also noch mal was rein hier, zack. So, und ich gucke mal, ob wir das da reinmachen müssen. Nein. Okay, also wir müssen das nicht dahin machen. Deswegen, ich weiß nicht, was wir hier machen müssen. Muss ich das hier hin machen? Nee. Okay, also ihr habt das noch nichts damit zu tun. Also keine Ahnung, wofür wir den Sand jetzt brauchen.
Schippe, Sand. So, dann machen wir das hier rein. Da, zack, gut. Müssen wir ein bisschen Beton mischen. So, zack. Okay, jetzt mischt er das. Jetzt muss ich die Schubkarre benutzen. Okay, jetzt kann ich das wo reinfüllen. Beton in die Schubkarre. So, zack. Okay, jetzt gucken wir mal. Schubkarre benutzen. Ob wir das da reinfüllen müssen. Beton in die Schalung gießen. Ja, seht ihr. Wie viel Beton ich einfach hatte. Ich kann mit der Schubkarre einfach hochhüpfen. Auch nicht schlecht. Okay, so, was jetzt? Jetzt muss ich irgendwas noch machen. Sie den zweiten Teil der Seite als rote Ziegel herstellen, indem du Grundziegel mit Farben mischt. Sammle rote Blumen aus der Umgebung. Ich glaube irgendwie... Es ist die falsche Übersetzung, kann das sein? Die passt gar nicht dazu. Ich glaube, ich muss hier die Balken nämlich nehmen. So. Zack. Ja. Zack. So. Okay, lassen wir das mal hier reinfallen. Mit viel Liebe. Okay, haben wir gemacht. Richte die Basis. Ach, da brauche ich wieder Bretter. Bestimmt. Die hier liegen. Ja. Falsches Material. Okay, das heißt, ich muss das wahrscheinlich kaufen. Oder sind das die Säcke? Ne, falsches Material. Okay, sind sie also nicht. Gut. Dann kaufen wir uns ein bisschen Material. OBS-Platte. Metalldach. Nee, das kommt oben drauf. Es ist auch nicht viel zu kaufen. Eine Gartentisch, Holztisch. Das sind nur Tische. Okay. Material. Ich probiere mal mit der OBS-Platte. Was anderes könnte ich mir jetzt nicht vorstellen. Es könnte die OBS-Platte sein. Wir gucken einfach mal. Kaufen einfach mal 50. Blaue Blumen Aztek. Sammle rote oder blaue Blumen und benutze die Farbe. Die ganzen Beschriftungen sind irgendwie durcheinander. Ja, die ganzen Erklärungen sind irgendwie durcheinander. Ach, da oben steht's bauen, da. 35, jetzt steht's da. Maschinengewehr. Also, nee, ich brauch Bretter. Wo krieg ich denn die Bretter her? Nee, das sind die. Das müssen die sein. Falsches Material. Hä? Muss ich das hier nehmen? Nee. Hä? Versteh's nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Ah, ich muss den Zaun kaputt schlagen. Nee, auch nicht. Geht auch nicht. Haus kaputt schlagen?
Auch nicht. Ein Schneekanister hier, okay. Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Da steht irgendwas bauen. Ich soll irgendwelche Bretter bauen. Das sind doch hier Bretter. Falsches Material steht hier. Keine Ahnung. Ja. Kaufen einfach mal alles einmal, was jetzt. Verbundenes Gamepad haben wir noch. Ach, hier, Nagelpistole für Bauplatten. Warum habe ich das nicht gesehen, ich Idiot? Oh Mann, ey. Egal, jetzt habe ich alles selber gekauft. Egal, brauche ich bestimmt. Oh Mann, ey. Ist das arm. Scheiße. Geil, wir liefern, wir packen das jetzt einfach alles hier runter. Habe ich nicht drei Bretter bestellt? Ich habe doch drei Bretter bestellt, oder? Jetzt sind meine Bretter auch weg. Oh Mann, ey. Jetzt sind meine Bretter weg. Und das hier kriege ich nicht wieder. Okay. Das heißt, muss ich den Kran nehmen? Oh weia, Alter. Oh weia. Kann ich den Kran benutzen? Ja, okay. Und der reicht bestimmt nicht da bis dahin, oder? Und der reicht nicht bis dahin. Ich wusste das. Leck mich am Arsch. Okay, egal. Komm. Gib mir was anderes. Ich brauch Bretter. Aus. Zack. Ja. Scheiß auf die Strafe, Mann. Genau, hallo, gib mir Bretter. Danke. Gut, wiedersehen. So, jetzt. Das ist eine Tortur. Wieso habe ich das aber nicht gesehen? Egal. Jetzt weiß ich's. Das Lustige ist, ich kann es auch ohne Nagelpistole einfach dran bauen. Okay, jetzt brauche ich wieder einfach nur Bretter. Zack. So, was kommt jetzt? Stahlstreben. Okay, jetzt kommen überall diese Stahlstreben rein. Gut. 42 Stahlstreben. Das ist total krass. Wenn ich was aufhebe, verschwindet das einfach. Oder habe ich ein Inventar? Nee, ich habe doch gar kein Inventar, oder? Guck mal, das verschwindet einfach. Wenn ich andere Sachen aufhebe, verschwindet das einfach. Auch nicht schlecht. Okay, so, jetzt brauche ich 42 Stahlstreben. Ja, 41, okay. 41 Stahlstreben. 41. So, gut.
Ja, ich bin ja da. Oh, und dann auch noch alle einzeln, Junge. So. Gut. Alles klar. Ah, doch, da habe ich sie noch. Ah. Ah, ich muss bloß durchschalten. Alles klar. Gut. Da liegen noch die Bretter. So. Mit der Maus. Okay, gut. Alles klar. Dann jetzt los hier. Zack, zack. Also, es ist eher ein Klicksimulator, ja? Es ist nicht wirklich ein Hausbilder. Es ist eher so ein Klicksimulator, finde ich. Aber okay, wir sollen es ja nur kennenlernen. Denke ich mal so. Das ist wohl die Intuition, dass man so ein bisschen kennenlernt, wie irgendwie sowas zusammengebaut werden kann. Für schlechte Zeiten. So. Da noch, zack. Okay. Interpretieren, dafür folgen sie Formen. Okay, was muss ich jetzt machen? Bauen. Ja, was bauen? Okay, wahrscheinlich wieder. Ja. Okay, die Vision geht gar nicht. Also ich muss wahrscheinlich jetzt drüber kippen. Ah ne, hier, Nagelpistole. Ne, Schrauber, hier, da. Alles klar. Jetzt muss man natürlich überall die Dinger finden, ne? Hier ist ein riesen Nagel noch drin. Okay. Genau gucken, wo das ist. Nicht, dass ich hier nur welche vergesse. Also man kommt trotzdem schon irgendwie voran, ja, wenn man ungefähr weiß, was man machen muss. Aber trotzdem ist das nicht schön, ist das kein schöner Fehler. Vor allen Dingen, wenn das gerade erst rausgekommen ist, ne, das ist schon ein echt markanter Fehler, Junge. Sowas darf einfach nicht passieren, finde ich. So, fertig? Wo fehlt noch was? Da oben. Wo fehlt noch was? Fehlt hier noch was? Also, okay, kennt ja gar nicht. Ich dachte schon, es wäre ein Livestream. Ich so, seht ihr noch was? Oh Mann. Ich sehe nichts Grünes mehr. Ah, doch, da unten. Gott. Glasrohende Unterwasserhaus. Was, Alter? Jetzt laden mehr Vorräte kaufen. So, was muss ich jetzt machen? Nochmal bauen. Was muss ich jetzt bauen? Okay, was will der hier? Zum Einbauen. Ah. So eine Platte. Was auch immer das sein soll. Also ein Stahlgerüst. Okay. Das nächste. Wieder so ein Kasten drauf. Das ist bestimmt für die Luft. Ah, der Einstieg ist das. Okay. So, was brauche ich jetzt? Bretter? Ah, zwei Bretter. Okay, gut. Die haben wir ja schon mal geholt. Das ist gut. Zwei Spanplatten. So, und jetzt? Ah, da reindonnern. Und jetzt? Bau.
bauen. Irgendwas muss ich wieder bauen. Hier, in der Ecke. Ah, Generator. Rohre. Noch mehr Rohre. Vielleicht für Luft. Kann gut sein. Das eine ist für Luft rein und das andere ist für Abgase raus oder so. Weiß ich ja nicht. So, jetzt kommt hier noch ein anderes Rohr. Ah, okay, hier kommt das rein. Okay, da kommt das andere drauf. Oh, ich habe ja noch ein paar Rohre, falls wir noch mehr brauchen. Das ist wieder das, was so neugierig macht, ne? Was könnte das sein? Kommt ein Deckel drauf. Okay, also wir hatten schon mal alles da, okay. Okay, so, bauen. Jetzt kommen diese Tore. Alles klar, jetzt muss ich das wieder kaufen. Kaufen, wir kaufen gleich mal ein ganzes Paket hier. Gib her den Mist. Gut, danke. So, zack. Okay, gut, das war's. Wassertanks könnten das sein? Okay. Oh, genau eins fehlt, ne? Genau eins fehlt. Oh ja, ich hüpfe einfach durch die Wand. Okay. Kann man mal machen. Gut, und jetzt? Jetzt kommt... Ach, die Sandsäcke kommen jetzt hier drüber. Okay, krass. Sandsäcke. Das hier scheint wohl irgendwie ein Luftrohr zu sein oder sowas. Keine Ahnung. Warte, ich habe keinen Kopf. Mein Kopf ist weg. Wofür das sein soll, verstehe ich nicht. Was ist das? Das könnte Luft sein oder irgendwas. Das, denn Wassertanks waren da drinnen bestimmt. Sandsäcke, okay. Krass. 122 Sandsäcke brauche ich. Ach du Scheiße. Dann machen wir mal ein paar, wa? Ein paar Sandsäcke abfüllen. Kannst nichts mehr tragen. Okay, dann gehen wir die erstmal weg. Besten da unten hin. Alter, wie willst du denn da hinkommen, Junge? Oh. Okay, noch 60 Stück. Ich will die einfach rausbloppen. Aber ihr seht eigentlich, diese Arbeitsschritte, die geht eigentlich recht schnell so.
Gut. Okay. Also ich muss es nicht direkt angucken. Geht auch durch die Wand. Kann ich die Säcke dahin ballern. Super. So, jetzt noch Spanplatten. Die habe ich ja noch da. Wo muss ich die hinpacken? Bestimmt drinne. Zack, rein in die Höhle. Oh, jetzt mache ich Tische und Betten. Oder was? So, jetzt. Ah, Schrauben. Dachte schon, was ist jetzt? Steht die ganze Zeit irgendwas mit benutzen? Irgendwie? Könnten Liegeplätze sein, wa? So. So, was ist das jetzt? Bauen? Oha. Was ist hier los? Ah, auffüllen. Ah. Da kommt die Luft her. Jetzt brauche ich wieder Bretter. 52 Bretter. Kann ich noch nicht mal hoch? Ah doch, F benutzen. Ah, okay. Ah, ich, also keine Animation, dass man hochgehen muss soll oder sowas. Aber was das hier ist, wundert mich. Das könnten Abgase sein, das ist klar, aber was ist das? Luft oder was? Nee, Luft kommt hier. Aber ganz ehrlich, wenn das da oben alles verseucht ist, ist das keine gute Idee, sowas da reinzubauen, oder? Als ob man das nicht sieht, dass da vielleicht was ist. Aber okay. Sind das die Bretter, die ich brauche? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, okay, das sind sie. Aber reicht noch nicht. Da muss ich nochmal welche holen. Wir kaufen nochmal welche. Da hätte man aus einem Brett locker zwei machen können. Aber okay, man kann es ja übertreiben. So, zack. F, ach so. Drück die ganze Zeit E. Gut, und jetzt? Also, es scheint eine Tür hier zu sein. Hier kommt bestimmt das Klo rein oder so. Weiß ich nicht. Was ist das? Lampen? Okay, Strom gibt es ja also auch. Gut. Okay, Licht haben wir schon mal. Was jetzt? Was kommt jetzt? Nimm die Kanister auf. Ah, reinfüllen. Okay, wir packen das mal alles hier hin. Okay, die Kanister soll ich jetzt nehmen. Die stehen hier. Und jetzt? Wohin damit? Ah, hier. Hier soll ich sie hinstellen. Wow. Okay. Und jetzt? Ich komme noch nicht mal hier ran, ne? So. Und jetzt? Was kommt jetzt? Eine Flasche? Gegenstand halten? Ach, soll ich die aufheben oder was? Ach, soll ich bestimmt einfüllen? Warum liegt denn hier so viel Mist jetzt auf einmal rum? Hä? Was soll damit jetzt passieren?
Ich das wegschmeißen? Das kannst du nicht verkaufen. Jetzt sagt bloß, ich soll das hier einzeln rein. Ah, okay. Collecten. Na, wo ist er hin? Ja. Wer parkt doch diesen dämlichen Rasenmäher hier hin? So, rein da. Zack, genau. Essen ist wichtig für später. Wasser ist auch wichtig. Fisch, auch gut. Ich sag ja, es ist eher so ein Klickspiel, Walking Simulator so ein bisschen, also mir fehlen jetzt so ein bisschen diese Arbeitsschritte, die hätte ich so gern mehr so gesehen, so, dass man was vorbereiten muss, dass man das so machen muss, das, ja. Nicht, dass ich halt irgendwas klicken muss. Schade. Also Potenzial hat das, aber so, was jetzt? Betritt das Tierheim. Leute, und jetzt? Ja, genau. Jetzt macht's bumm. Wofür war dieser dunkle Raum da? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und ganz ehrlich, wenn eine Atombombe platzt und ich habe da so ein Lüftungsding, was mir frische Luft reinholt. Und die Tür ist übrigens auch noch auf. Aber, okay. Krass. Wiederaufbau des Hauses. Ah, okay. Weil es kaputt ist. Alles klar. Also nach dem Atom-Dingsbums ist er. Oder es sollte nur kurzzeitig von der Strahlung retten. Ich weiß ja nicht, wie das ist, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Okay, Leute. Ja, das war so ein bisschen ein kleiner Einblick in das Atomic-DLC. Ihr habt es gesehen. Ja, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, ne? Also, weiß er nicht. Weiß er nicht, wie viel das kostet, das Ding. Oder ob es überhaupt kostenlos ist, weiß ich noch nicht. Ich guck gleich mal nach. Aber wenn es was kostet, dann würde ich vielleicht, ja, maximal ein Zehner. Dann wäre es okay, aber ansonsten, ich meine, man kommt es auch so klar. Wenn man das Spiel aber nicht kennt, hat man echt Schwierigkeiten. Ja, aber ansonsten finde ich jetzt das nicht so berauschend. Also, da hätte man ein bisschen mehr Potenzial rausholen können. Und ja, lasst gerne mal einen Daumen da, lasst gerne mal ein Abo da, würde mich freuen. Und kommt auch gerne auf unseren Discord. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssikowski.